Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA-Primetime-Magazin heute am 3. Advent. Ich packe noch ein paar Geschenke für meine Kollegen ein und Sie können jetzt das Magazin gucken mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens, Andrea Schürmeier-Huber, die Konditor-Weltmeisterin, erzählt uns was über Weihnachten und gibt auch noch einen kleinen Tipp fürs Plätzchenbacken. Zweitens, wir waren mit einem Ausflug auf den Bermudas. Und drittens, der Kapitän von AIDA Mar, der war in der Küche. Gucken Sie mal. Unsere Lieblingskonditor-Weltmeisterin Andrea Schürmeier-Huber ist genau die Richtige, wenn es um Weihnachtsbäckerei geht. Und sie hat uns noch eine kleine Geschichte von zu Hause erzählt. Das Schönste in der Vorweihnachtszeit ist einfach die Stimmung, die verschiedenen Düfte und Aromen und natürlich auch die Geselligkeit. Und dieses Paket ist für mich einfach perfekt. Ich nasche natürlich doch am Teig und besonders, wenn er roh ist, dann kommt nur noch die Hälfte davon in den Ofen. Mein witzigstes Weihnachten war, als ich als kleines Mädchen in die Bauernstuben rein bin und dann war dieser riesen Christbaum und nicht ein Geschenk. Der Schock schlechthin. Bis wir gemerkt haben, wir durften nicht ins Kinderzimmer. Also sind wir wie die Wiesel ab ins Kinderzimmer und hier war ein riesen Kaufladen und mein Vater als Konditor hat alle Früchte und Fleisch alles aus Marzipan geformt. Das war mein Highlight meines Lebens. Plätzchen halten sich am längsten, wenn man eine Metallbox hat und hier einen frischen ganzen Apfel reingibt. Da halten sie sich am allerlängsten und das hat jeder zu Hause. Natürlich backe ich auch noch zu Hause und zwar, ich habe zwei kleine Kinder und wenn da die Augen blitzen und sich freuen, mit Mami zu backen, egal wie dunkel manchmal die Kekse werden, ich liebe sie. Was für mich persönlich am Weihnachten am wichtigsten ist, mit den Menschen, die ich liebe, zusammen zu sein und ganz viel Zeit zu verbringen. Und so wird es ein wunderschöner Weihnachtsabend. Und während Sie vielleicht gerade auch zu Hause Plätzchen backen und sich so richtig schön gemütlich machen, weil es draußen so kalt ist, haben wir für Sie von AIDA Diva wunderbare Bilder aus der Sonne. Bermudas, bitteschön. Herzlich willkommen auf den Bermudas. Wir entdecken heute die versteckten Schönheiten. Viel Spaß! Welcome to the clearing, guys, okay? Right here, this is the Tom Moore's jungle portion of the nature reserve, okay? Dschungel. Da haben wir Blue Hole besucht, da waren wir tauchen in der Höhle. War super, oder? Ja. Und dann waren wir sogar noch Klippenspringen. Jetzt geht's ab zum Schnorcheln an den Strand. Wir waren heute im Dschungel. Und wir waren Klippenspringen. Geile Sache. Jetzt noch ein Eis und dann geht's zurück zum Schiff. Und Sie wissen ja, zur Weihnachtszeit geschehen viele, viele Wunder. Auch an Bord manchmal. Kapitän zur Falka war in der Küche und hat da gezaubert. Sie werden es nicht glauben. Viel Spaß. Ihr Kapitän, Vincent zur Falka. Wenn jetzt sagen würden, Mensch, Herr Kapitän, wir geben Ihnen die Chance, mal zu kochen, was würden Sie kochen? Ja, also theoretisch Ideen hätte ich schon. Also aber ich gucke gerade, da steht unser General Manager. Und wenn ich von ihm jetzt
Ja? Was? Sag mal, was? Wo? Okay, ich formuliere. Was willst du mir mitteilen? Ja? Und unser Küchenchef! Also erstmal wollen wir jetzt sehen, was er kann. Also ich finde, dass wir unbedingt ihn hier kochen lassen. Moment, was, das geht jetzt gerade nicht. Wer ist denn da dafür? Moment mal, ja, stopp, nein. Also pass auf, Rossini ist normal 6 Gänge. Du machst 3. Eben, wenn du 3 Gänge kochst, mache ich die anderen 3. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie sich jetzt morgen ins Rossini einladen, 2 Dinge. Nummer 1, es wird nicht diskutiert, sondern es wird aufgegessen. Ja. Jawohl! Morgen Abend, Rossini, 6 Gänge. Ja, jetzt wollen wir doch mal sehen, was er so wirklich hier kann, unser Kapitän. Ja, unser Kapitän macht das schon ganz gut, ne? Der Captain ist ein wonderful chef. Nachdem wir gestern diese glamouröse Ankündigung erlebt haben, es war ja eine Verlade eigentlich, freuen wir uns auf alles, was kommt. Es kann nur gut sein. Herzlich willkommen zur kulinarischen Jugend forscht. Und liebe Gäste, keine Sorge, ja, also sowohl Micha und ich sind dafür bekannt, dass wir grundsätzlich nichts anfallen lassen. Ja. In diesem Sinne, viel Vergnügen, guten Hunger und wir sehen uns dann später. Große Frage. Hat es Ihnen geschmeckt? Liebe Gäste, herzlichen Glückwunsch, Sie haben es überstanden. Ja, wir sehen, dass die letzten Reste werden gerade noch Fuß. Also es scheint gut funktioniert zu haben. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie sich als freiwillige Tester hier zur Verfügung gestellt haben. Und wir überlegen uns jetzt was Neues für die Weihnachtsreise, oder? Absolut. Dankeschön. Und wenn auch Sie mal unsere Kapitäne kennenlernen wollen oder was lernen wollen über die verborgenen Talente von unseren Mitarbeitern oder aber wenn Sie richtig toll essen wollen, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und während Sie jetzt die Verlockung der Woche gucken, gönne ich mir auch eine kleine Verlockung. Viel Spaß! Wir starten in Teneriffa und fahren als erstes nach La Gomera und La Palma. Als nächstes besuchen wir die Blumeninsel Madeira. Jetzt geht es nach Lissabon und Cadiz. Noch ein Halt in Fuerteventura und Gran Canaria. Und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Teneriffa. Und besonders gefreut habe ich, beziehungsweise haben wir hier alle uns, über einen Gruß von der Vita aus der Sonne. Das ist nämlich das letzte Geschenk im Geschenkekorb. Gucken Sie mal hier. Das ist sozusagen mein Bild der Woche und jetzt für Sie die Bilder der Woche. Viel Spaß! The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, oh, all the way home I'll be warm. Now the fire is slowly dying, but my dear, we're still goodbying. And as long as you love me so, let it snow, let it snow. Happy first of Advent, Ida Stella. Do you think we'll get any snow tonight? I don't know, might be a little warm outside for that, huh? When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, oh, all the way home I'll be warm.
Now the fire is slowly dying, and my steer will still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Halt, stopp! Nicht vergessen, nächste Woche Dienstag ist Aida Cara auf Weltreise. Hier unten in Sydney, in Australien, und wir übertragen das Einlaufen live. Nicht vergessen, Dienstagabend. Tschüss!